Hey ho, meine Lieben! Teil B oder Teil 2 vom Leberkäse online bestellen. Heute machen wir uns den Zwiebelleberkäse. Ich sag's gleich, es ist leider nur ein Küchenvideo. Wir werden uns den Leberkäse in Scheiben in der Pfanne rausbraten. Dazu gibt's Spiegelei, den Blubspinat und ein schönes Kartoffelpü. Das machen wir uns jetzt. Ich habe Patricia verhaftet, die darf mir heute helfen. Und ja, ihr wisst ja, ich um Kartoffeln und Kartoffelpü. Um Himmels Willen. Und ja, wird wahrscheinlich ein etwas kürzeres Video. Hoffe ich zumindest einmal. Patricia ist am Kartoffelschälen. Jetzt kocht man erstmal die Kartoffeln, aber das, ich glaube nicht, dass ich das unbedingt jetzt alles zeigen muss. Und wenn es dann nachher an den Leberkäse geht, da hole ich euch natürlich dann dazu. So machen wir das. Also da brauche ich ja wirklich nichts dazu sagen, den Spinat halt erhitzen und keine Ahnung, was da noch reinkommt. Kartoffeln einfach pressen mit Milch und Muskatnuss, Salz und was weiß ich, was da noch reinkommt. Leute, das ist was, da habe ich keinen Plan. Das sind Kartoffeln. Patricia? Achtung! Was ist das? Stell mit dem Blub. Oh Mann. Also... ist das nicht ein bisschen arg matschig? Das ist schon ein bisschen arg flüssig geworden. Sag ich doch. Ja, macht nichts. Was machst du da? Das war zu viel Milch, aber das macht doch nichts. Schimpfen, Schatzi, aber du machst einfach die besten Spiegeleier. Also. Ich hab heute so viel gehabt. Pfanne, Butterschmalz und Eier rein. Und tja, wer schneidet uns jetzt diesen wunderbaren Leberkäse an? Das kann ich nicht. Jetzt mach ich das nicht. Okay, dann werde ich jetzt das Stativ holen und den Leberkäse aufschneiden. Na, dann wollen wir mal. Und Schatz, wie du schimpfst, wie ich den Leberkäse aufschneide. Schneiden nicht so dick. So dick? Ist das gut? Schöne handliche Scheiben. Eckstück hier. Gibt es jetzt gleich kalt einmal ein Probiererle. Habe ich in dem Video eigentlich schon gesagt, dass das von myleberkäse.de ist? Aber das wisst ihr ja vom letzten Video. Und riechen tut das sehr lecker. Geiler Typ, Leberkäse. Probierst du auch schon? Mädels probieren auch schon. Nee, muss man nicht warm machen. Mhm. Lecker. Also kalt ist er schon mal sehr lecker. Machen wir weiter. Jo, da werden die Spiegeleier rausgebrutzelt. Ich sag's ja, Schatz, sie kann das. Und jetzt überlegen wir uns mal, in welcher Pfanne wir den Leberkäse rausbraten. Ja, da musst du jetzt aber schicken, weil die sind jetzt gleich fertig. Und der Leberkäse wird jetzt schön im Butterschmalz da rausgebrutzelt und das Geheimnis der perfekten Spiegeleier, einfach einen Deckel drüber. Jetzt wird das Gosseln und zusammen. Jo, und gleich sehen wir das Ganze auf dem Teller zusammen.
So, Freunde. Ja, der Spinat mag vielleicht manche abschrecken, aber so finde ich das mal richtig geil. Und jetzt werde ich zuerst einmal den Leberkäse, den Zwiebelleberkäse herausgebraten probieren. Und ich kann euch sagen, ich habe Schatzi gerade gegen Schienbein getreten. Weil sie immer im Hintergrund. Das geht nicht, wenn ich ein Video mache. Nein, also, den Zwiebelleberkäse warm rausgebrutzelt. Lecker. Schön zwiebelig, schön leberkäsig. Und ich muss sagen, liebe Patricia, hast du gut gemacht. Aber frotzeln, dass ich einen halben Liter Milch reingeschüttet habe. Ja, dafür hat es nachher noch eine halbe, dreiviertel Stunde kochen lassen. Dafür kann man es nicht schneiden. Und Spinat, Leute, ich sag's euch, Spinat. Also, Spinat und Kartoffelpü, dazu Spiegelei und Leberkäse, einfach herrlich. Jetzt kommentiert's mal unter die Videos, wer von euch kennt diese Kombination auch? Wer hat die auch so gern wie ich? Einfach drunter kommentieren. Und ich sag's euch, das war erst Teil 2. Ich habe noch was im Petto von myleberkäse.de. Aber das sind andere Videos. Schatz, wie schmeckt dir der Zwiebelleberkäse? Sehr lecker. Sehr lecker. Sehr lecker. Patricia? Kalt und warm hervorragend. Vorher hat sie gesagt, kalt ist er sehr lecker und warm ist es nicht unbedingt ihr Fall. Also das dürfen wir schon sagen. Also bitte. Jeder Geschmack ist unterschiedlich. Aber der ist ja vom Geschmack also, her. Ich finde ihn auch hervorragend. myleberkäse.de, meine Empfehlung auch für den fertigen Zwiebelleberkäse. Gut, Freunde, das war's mit diesem Video. Wir essen jetzt in aller Ruhe und wir sehen uns im nächsten Video. Entschuldigung, dass es nur ein Küchenvideo war. Tschaikowski.